Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit. Gegen das Böse lässt sich protestieren, es lässt sich bloßstellen, es lässt sich notfalls mit Gewalt verhindern. Das Böse trägt immer den Keim der Selbstzersetzung in sich, indem es mindestens ein Unbehagen im Menschen zurücklässt. Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Weder mit Protesten noch mit Gewalt lässt sich hier etwas ausrichten. Gründe verfangen nicht. Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil widersprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu werden. In solchen Fällen wird der Dumme sogar kritisch. Und wenn sie unausweichlich sind, können sie einfach als nichtssagende Einzelfälle beiseite geschoben werden. Dabei ist der Dumme im Unterschied zum Bösen restlos mit sich selbst zufrieden. Ja, er wird sogar gefährlich, indem er leicht gereizt zum Angriff übergeht. Daher ist dem Dummen gegenüber mehr Vorsicht geboten als gegenüber dem Bösen. Bei genauerem Zusehen zeigt sich, dass jede starke äußere Machtentfaltung, sei sie politischer oder religiöser Art, einen großen Teil der Menschen mit Dummheit schlägt. Das Wort der Bibel, dass die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit sei, Sprüche 1, Vers 7, sagt, dass die innere Befreiung des Menschen zum verantwortlichen Leben vor Gott die einzige wirkliche Überwindung der Dummheit ist. Dietrich Bonhoeffer wurde am 4. Februar 1906 in Breslau geboren und starb am 9. April 1945. Am Ende des Beitrages gehen wir näher auf die Umstände seines Todes und seine letzten Worte ein. Seine Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft 1943 bis 1945 im Buch Widerstand und Ergebung sind in einer extrem schwierigen Situation entstanden. Seine Theorie über die Dummheit erklärt auch, warum manchmal nachweislich intelligente und auf ihrem Fachgebiet sehr fähige Menschen sich in manchen Fällen äußerst dumm verhalten. Auch auf die Wirkung von Propaganda bei der Verdummung der Menschen geht Bonhoeffer ein, die zwar selbst sehr intelligenten Mustern folgt, aber primär Emotionalität nutzt, um den Menschen Überzeugungen einzupflanzen, die sie dann verbissen verteidigen, ohne sie je selbst in Frage zu stellen. Doch lassen wir den Theologen selbst sprechen. Das folgende ist, wie zur Einführung, ein Zitat aus Widerstand und Ergebung, Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, Seite 17 bis 20. Um zu wissen, wie wir der Dummheit beikommen können, müssen wir ihr Wesen zu verstehen suchen. So viel ist sicher, dass sie nicht wesentlich ein intellektueller, sondern ein menschlicher Defekt ist. Es gibt intellektuell außerordentlich bewegliche Menschen, die dumm sind, und intellektuell sehr schwerfällige, die alles andere als dumm sind. Diese Entdeckung machen wir zu unserer Überraschung anlässlich bestimmter Situationen. Dabei gewinnt man weniger den Eindruck, dass die Dummheit ein angeborener Defekt ist, als dass unter bestimmten Umständen die Menschen dumm gemacht werden bzw. sich dumm machen lassen. Wir beobachten weiterhin, dass abgeschlossen und einsam lebende Menschen diesen Defekt seltener zeigen als zur Gesellung neigende oder verurteilte Menschen und Menschengruppen. So scheint die Dummheit vielleicht weniger ein psychologisches als ein soziologisches Problem zu sein. Sie ist eine besondere Form der Einwirkung geschichtlicher Umstände auf den Menschen, eine psychologische Begleiterscheinung bestimmter äußerer Verhältnisse. Bei genauerem Zusehen zeigt sich, dass jede starke äußere Machtentfaltung, sei sie politischer oder religiöser Art, einen großen Teil der Menschen mit Dummheit schlägt. Ja, es hat den Anschein, als sei das geradezu ein soziologisch-psychologisches Gesetz. Die Macht der einen braucht die Dummheit der anderen. Der Vorgang ist dabei nicht der, dass bestimmte, also etwa intellektuelle Anlagen des Menschen plötzlich verkümmern oder ausfallen, sondern dass unter dem überwältigenden Eindruck der Machtentfaltung dem Menschen seine innere Selbstständigkeit geraubt wird und dass dieser nun, mehr oder weniger unbewusst, darauf verzichtet, zu den sich ergebenden Lebenslagen ein eigenes Verhalten zu finden. Dass der Dumme oft bockig ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass er nicht selbstständig ist. Man spürt es geradezu im Gespräch mit ihm, dass man es gar nicht mit ihm selbst, mit ihm persönlich, sondern mit über ihm mächtig gewordenen Schlagworten, Parolen etc. zu tun hat. Er ist in einem Banne, er ist verblendet, er ist in seinem eigenen Wesen missbraucht, misshandelt. So zum willenlosen Instrument geworden, wird der Dumme auch zu allem Bösen fähig sein und zugleich unfähig, dies als Böses zu erkennen. Hier liegt die Gefahr eines diabolischen Missbrauchs. Dadurch werden Menschen für immer zugrunde gerichtet werden können. Aber ist gerade auch hier ganz deutlich, dass nicht ein Akt der Belehrung, sondern allein ein Akt der Befreiung die Dummheit überwinden könnte.
Dabei wird man sich damit abfinden müssen, dass eine echte innere Befreiung in den allermeisten Fällen erst möglich wird, nachdem die äußere Befreiung vorausgegangen ist. Bis dahin werden wir auf alle Versuche, den Dummen zu überzeugen, verzichten müssen. In dieser Sachlage wird es übrigens auch begründet sein, dass wir uns unter solchen Umständen vergeblich darum bemühen zu wissen, was das Volk eigentlich denkt und warum diese Frage für den verantwortlich Denkenden und Handelnden zugleich so überflüssig ist, immer nur unter den gegebenen Umständen. Das Wort der Bibel, dass die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit sei, sagt, dass die innere Befreiung des Menschen zum verantwortlichen Leben vor Gott die einzig wirkliche Überwindung der Dummheit ist. Übrigens haben diese Gedanken über die Dummheit doch dies Tröstliche für sich, dass sie ganz und gar nicht zulassen, die Mehrzahl der Menschen unter allen Umständen für dumm zu halten. Es wird wirklich darauf ankommen, ob Machthaber sich mehr von der Dummheit oder von der inneren Selbstständigkeit und Klugheit der Menschen versprechen. Was haltet ihr von Bonhoeffers Theorie über die Dummheit und die Wirkung von Propaganda und äußeren Umständen auf den Verdummungsgrad der Gesellschaft? Auf welchem Weg befinden wir uns hier in Deutschland, dem der Aufklärung der Renaissance? Oder eher dem der Verdummung? Der inzwischen leider verstorbene, in Berlin geborene Wahl-Karlsruher Designer Luigi Colani, 1928 bis 2019, der für seine futuristischen Lastwagen und andere hochwertige ergonomische, biomorphe und stromlinienförmige Designprojekte internationale Bekanntheit erlangte, sagt in einem Interview im Januar 2013 über die Verdummung hierzulande: Das Netzwerk der Medien und der Verkaufsorganisationen ist so dicht, es ist nicht mehr möglich für den Einfachen auf der Straße dieses Netzwerk zu durchschauen. Er ist und bleibt Opfer. Deutschland ist nicht ein Land für Revolutionen. Das hat es früher einmal gegeben, als sie noch ein bisschen freier waren. Aber schauen Sie sich die Nachrichtenformulierung in Deutschland an. Im Viertelstundentakt wird hier Brainwashing gemacht, immer mit den gleichen Nachrichten. Dieses Volk wird veridiotisiert. Schauen Sie sich den Flughafen in Berlin oder den Bahnhof in Stuttgart an. Das sind Lumpen am Werk, die Milliarden stehlen, die der Armselige, der herumsteht, mit seinen Steuern zu bezahlen hat. Der große Beschiss ist am Laufen. Wahrheit ist heute, in der Zeit der Lüge, ein sehr trauriges kleines Pflänzchen, das man selbst mit Wasser und Dünger nicht mehr zu retten imstande ist. Es scheint en long, auf lange Sicht, sich eine Form von Wahrheit zu finden. Der da oben, wie immer man ihn bezeichnen mag, hier saßen gerade Kuwaitis, die nennen es Allah, wir nennen es Gott. Die anderen nennen es Vishnu oder Buddha. Die da oben scheinen diese Welt doch noch etwas positiv gepolt zu haben. Das scheint noch zu funktionieren, dass die Dreckigen nicht so lange am Ruder bleiben, wie sie es gerne möchten. Dass die Besseren es doch gewinnen und der einfache Mensch Hoffnung schöpfen kann. Es gibt eine Hoffnung und für gute Designer gibt es immer eine Rettung. Wenn sie 5% von dem senden, was ich hier gesagt habe, kriegen sie einen Nobelpreis. Stimmt der Colani zu? Das ganze Interview haben wir unter dem Video in der Beschreibung verlinkt. Um abschließend wieder zu Dietrich Bonhoeffer zu kommen. Das Format Letzte Worte pausieren wir momentan, aber dieses schnell gewusst möchten wir mit seinen letzten Worten vor seiner Hinrichtung durch die Nationalsozialisten im KZ Flossenbürg, wo am 9. April 1945 nur 4 Wochen vor der Kapitulation der Wehrmacht gehängt wird. Seine letzten überlieferten Worte spricht er zu Mitgefangenen, bevor er zur Hinrichtung abgeführt wird. Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens.